Das Anwendungszentrum Fluiddynamik ist als erstes dran. In den nächsten Jahren stehen auf dem BTU-Gelände aber noch einige andere Sanierungen und auch Neubauten an. Nach jetzigem Stand sollen bis 2038 8 Institute entstehen, darunter 2 Kompetenzzentren der Bundesregierung, 2 Fraunhofer-Institute und 2 Institute des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Dadurch sollen insgesamt über 700 Arbeitsplätze entstehen. Dafür muss aber auch die nötige Infrastruktur geschaffen werden. Dabei könnte schon die Grundfinanzierung der BTU in den nächsten Jahren zum Problem werden. Der Hochschulvertrag ist nicht komplett ausfinanziert für die nächsten 4, 5, 6 Jahre. Da würden wir uns eine finanzielle Begleitung in Höhe von 5 Millionen Euro jährlich wünschen. Gleichzeitig ist die BTU im Strukturwandel als Anker stark gefordert. Die Herausforderungen, die Chancen wollen wir gerne nutzen. Hierzu sind weitere strukturelle Maßnahmen notwendig, sodass das Gesamtbudget der BTU deutlich gesteigert werden müsste. Denn der Fokus liegt erstmal auf Projekten im Strukturwandel. Im schlimmsten Fall müssten andere Bereiche dann hinten anstehen. Ein Großprojekt, das für die BTU viele Anknüpfungspunkte bieten wird, ist die Modellregion Gesundheit Lausitz. Das CTK soll nämlich Uniklinik werden. Im August hat Wissenschaftsministerin Martina Münch dafür einen ersten Förderbescheid übergeben. Stadt und BTU arbeiten außerdem auch im Rahmen des Reallabors Lausitz zusammen. An der Uni wird weiter im Bereich Wasserstoff geforscht, weil der ÖPNV auf klimaneutralen Wasserstoffantrieb umgestellt werden soll. Der bisherige Busbahnhof soll außerdem mit Hilfe des Lehrstuhls Stadttechnik zu einem Nullenergiequartier umgestaltet werden. Für die Stadt sei die Uni ein wichtiger Partner, deshalb wünscht sich Oberbürgermeister Holger Kelch jetzt Unterstützung und Verbindlichkeit. Alles, was wir jetzt vorbereiten können, hilft uns, weil wir jetzt die Zeit haben, das auch gut vorzubereiten. Es bringt nichts dazu, wenn wir Aktionismus betreiben. Und das ist bei der Uni genauso wie bei uns in der Stadt. Nein, wir müssen uns abstimmen. Wir müssen auch wissen, was sind die Anforderungen, die wir als Stadt Cottbus zu erfüllen haben. Was muss die Uni von uns erwarten können? Was müssen andere Investitionen von uns erwarten können? Und da ist es ganz wichtig, dass wir Schritt für Schritt, nicht übereilt, aber trotzdem verbindlich wissen, in welchen Jahresscheiben wir mit welchen Maßnahmen rechnen können. Denn die nächsten Bestandssanierungen stehen schon an. Als nächstes werden die Forschungs- und Materialprüfanstalt, ein Lehrgebäude und die Mensa erneuert. Rund 100 Millionen Euro sollen diese Baumaßnahmen kosten. Die Institute kommen erst danach dazu. Stadt und Land einigen sich gerade noch, auf welchen Flächen sie sich ansiedeln können.